Carina, du bist ja nicht nur mit mir zusammen Leiterin der Bicablo-Firma, sondern auch des Visual Consulting Moduls in unserem Visual Facilitator Curriculum. Hier haben wir es. Uns erreicht ja oft die Frage, dieses Visual Consulting, was ja das Curriculum krönt und abschließt, ist das das Richtige für mich? Was antworten wir da? Wenn ihr das Curriculum durchlaufen habt, ist es natürlich das Richtige, denn es ist das Abschlussmodul. Aber selbst wenn ihr nicht das ganze Curriculum durchlaufen habt, sondern nur in Teilen, oder wenn ihr eure Visualisierungserfahrung woanders gemacht habt, kann es sein, dass das für euch passt. Wichtig wäre, dass ihr schon eine Weile visualisiert, und zwar auch im Dialog mit Menschen. Und dass ihr ein gewisses Repertoire habt, also nicht mehr auf der Suche seid nach Basisanleitung eher so der gestalterischen Art. Was wir im Basismodul ganz stark im Visual Storytelling, Graphic Recording machen, versuch's mal genau so mit einer ganz konkreten Anleitung und dann erweitert das visuelle Repertoire. Das sollte schon hinter dir liegen. Und dann komme ich in dieses Visual Consulting Training rein. Was erwartet mich da mit den Dingen, die ich mitbringe? Ja, solltet ihr eure Visualisierung woanders praktiziert haben, dann kann es einfach sein, dass ihr auf eine Community trifft, die schon ziemlich viel Zeit miteinander verbracht hat. Das heißt, dass es bestimmte Wörter gibt, die wir gemeinsam verwenden, bestimmte Methoden. Lasst euch davon nicht irritieren. Es braucht eigentlich nur dann eine gewisse Entspanntheit auf eurer Seite und das Wissen darum, dass wir dann nicht anfangen können, das von vorne jedes Mal zu erklären, was zurückliegt, sondern einen gewissen entspannten Umgang, Mut zur Lücke. Also auch wenn ich bei Bicablo bisher nichts gemacht habe, kann ich mitmachen, sollte mich dann aber auf was gefasst machen. Genau. Ihr könnt dann gerne vorab mit uns Kontakt aufnehmen, uns mal ein paar Beispiele schicken von den Kontexten, in denen ihr visualisiert. Und dann können wir euch gerne dabei beraten, ob das passt. Und wenn ich dann aus dem Visual Consulting Training rausgehe, was hat sich denn dann bei mir verändert? Ich würde sagen, während Visualisierung vorher da war, ist Visualisierung dann ein Kernstück von deiner Version, ein Visual Consultant zu sein. Das bedeutet vor allen Dingen, dass Menschen dich auch wahrnehmen als jemand, der Visualisierung als Profi einsetzt, und zwar mit Prozesskenntnis und nicht als Illustration oder Verschönerung. Ihr könntet das daran merken, dass ihr vorher vielleicht gefragt werdet, würdest du mir vielleicht das Flipchart mal zeichnen oder kannst du mir hier oder da was helfen, ein bisschen schön zu machen oder ein bisschen recorden, und dann vielleicht gefragt werdet, wir stehen vor einem ganz zentralen Problem. Wie könnten wir denn mit visuellen Methoden hier dran gehen?